Lieber Meinhard Weizmann, liebe Ulrike Pluschke, liebe Frau Lender, lieber Karl Koste, liebe Studierende, liebe Kommilitonen, kann man vielleicht bei manchem Gesicht auch noch sagen. Also manche Leute sind sogar hier, denen ich sogar noch studiert habe. Das freut mich natürlich besonders. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Nicht, weil ich glaube, dass es so ist, dass ich der letzte Bundestagsabgeordnete bin, der vorher an der Bucerius Law School studiert hat, sondern weil ich glaube, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich hier politisch engagieren. Ich bin, das hat Karl ganz richtig gesagt, im Deutschen Bundestag jetzt gerade mal seit 2 Jahren und ein bisschen. Und diese 2 Jahre sind davon geprägt, dass man wahnsinnig viel über unser demokratisches System, über die Institutionen, die es in Deutschland gibt, lernt, auch eine Menge darüber lernt, wie man selber so tickt als Jurist, als Demokrat, als jemand, der sich für Politik interessiert, auch manches hinterfragt von dem, was man so tut. Und ich glaube, dass wir viel zu selten in der Gesellschaft uns Zeit nehmen, mal zu reflektieren, warum bestimmte Institutionen, die wir in Deutschland haben, Bundeskanzlerin, Bundesverfassungsgericht, Deutscher Bundestag, überhaupt so funktionieren, wie sie funktionieren und ob man daran etwas anders machen kann und wie das vielleicht auch bei den Bürgerinnen und Bürgern, die man vertritt als Bundestagsabgeordneter, ankommt, was man so tut. Es gibt leider in der Gesellschaft viele Vorurteile über das, was wir so tun als Abgeordnete. Und manches davon ist auch wahr, manches nicht. Aber fest steht, dass wir viel mehr und viel besser Ergebnisse erreichen können für die Bevölkerung, wenn wir einfach miteinander sprechen. Und ich habe große Freude und großen Spaß daran. Ich frage mich immer, ob das irgendwann aufhört. Aber ich liebe es, in Schulen, Universitäten, Hochschulen zu fahren und mit Menschen zu sprechen. Ich könnte das den ganzen Tag machen und ich mache das eigentlich auch in sitzungsfreien Wochen regelmäßig. Ich habe ja 2-mal die Kleingruppe Staatsorga gemacht und ich bin jetzt in Göttingen, das ist mein Wahlkreis, bin ich jetzt zum 2. Mal in der Staatsorga-Vorlesung, 400 Erstis, und kann da 2 Stunden machen, was ich will. Und ich freue mich einfach, ich weiß nicht, es macht einfach richtig viel Spaß. Und es ist irgendwie schön, diesen Spaß und diese Freude zu teilen und vielleicht auch etwas mitzunehmen von dem, was ich hier lerne in meiner täglichen Arbeit im Deutschen Bundestag. Karl hat, als wir angefangen haben, darüber zu sprechen, auch mit Mert, dass ich mal wieder vorbeikomme und vielleicht auch eine Veranstaltung mache, bei der noch mehr Leute kommen, deswegen Studium Generale, weil, ne, ihr wisst, dann kann man das auch abrechnen und so, dass wir über das Thema liberale Demokratie miteinander sprechen. Und das Thema liberale Demokratie will ich verstanden wissen, nicht als ein Thema liberale Demokratie, bei dem Liberalismus im Sinne der FDP gemeint ist, sondern ich will es verstanden wissen als ein Thema, bei dem Liberalismus gemeint ist, als eine der Grundlagen von dem, was wir als unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung begreifen. Und klar ist das für Liberale wie mich und für die vielen Liberalen, die ich hier sehe, eine besondere Verpflichtung. Aber ich glaube, es ist immer wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass es in allen Parteien des demokratischen Verfassungsbogens Liberale gibt und Menschen gibt, denen der Liberalismus besonders am Herzen liegt und auch gerade der Liberalismus, wie er in der Bundesrepublik Deutschland und im Grundgesetz ausgeprägt ist. Und was heißt das für mich? Das heißt für mich, dass die Beschränkung staatlicher, zunächst einmal staatlicher Macht, vor allem deshalb existiert, weil man die Freiheit des Einzelnen schützen will und dass eine Demokratie an bestimmte Rechte gebunden ist und nicht eine Mehrheit, eine Volkssouveränität irgendwas entscheiden kann, ohne dass es keine Berücksichtigung von Grundrechten beispielsweise oder anderer Regeln, die über das hinausgehen, was man täglich so macht, bedarf. Und deswegen heißt liberale Demokratie für mich, dass unsere Demokratie nicht bloß eine Demokratie ist, sondern eine Demokratie, die an bestimmte Regeln gebunden ist. Wir können keine Volksabstimmung in Deutschland machen, bei der wir über die Todesstrafe abstimmen, weil sie in der Verfassung verboten ist. Wir können in Deutschland keine Parlamentsentscheidung darüber machen, dass bestimmten Religionsgemeinschaften die Religionsfreiheit mehr oder weniger zugebilligt wird als anderen, nur weil ein bestimmter Teil der Gesellschaft vielleicht gerade eine Mehrheit einer bestimmten Religionsgemeinschaft abbildet. Weil das nicht geht, weil das entsprechend in unserem Grundgesetz ausgeschlossen ist. Und diese Bindung staatlicher Gewalt an Regeln, diese besondere Verknüpfung zwischen Selbstzurücknahme und Regeln und auch Selbstreflexion einer Gesellschaft an das Mehrheitsprinzip, das möchte ich als liberale Demokratie bezeichnen, die noch viele weitere Aspekte hat, über die man sprechen kann. Wir haben uns für heute Abend schon richtig viel vorgenommen, was so die Unteraspekte angeht der liberalen Demokratie. Aber man könnte natürlich auch darüber sprechen, inwieweit Marktwirtschaft ein besonderer Teil davon ist. Also es nicht nur Rechtsstaat und Demokratie sind, sondern Rechtsstaat, Demokratie und Marktwirtschaft.
Man könnte über Aspekte sprechen, die über die Grundrechte hinausgehen und verschiedene Modelle miteinander vergleichen. Aber lasst uns vor allen Dingen sprechen über das Thema der Verbindung von Rechtsstaat, von Regeln, die auf der einen Seite existieren, und dem Mehrheitsprinzip, das auf der anderen Seite existiert. Wenn man das zugrunde legt, dann muss man konstatieren, dass diese liberale Demokratie in Deutschland und in Europa unter besonderem Druck steht und unter einer besonderen Herausforderung. Und diesen besonderen Druck, den können wir beobachten, wenn wir beispielsweise nach Hongkong schauen, wo ich dieses Jahr gewesen bin mit einer Delegation der FDP-Bundestagsfraktion. Und wir haben spannende Leute getroffen. Manche Leute haben wir auch später in China, weil wir Leute in Hongkong getroffen haben, dann nicht mehr getroffen. Aber es war jedenfalls eine spannende Reise, bei der man ein sehr interessantes Gespür dafür entwickelt, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht unbedingt Hand in Hand gehen. Hongkong war unter der Herrschaft der britischen Kolonialverwaltung keine Demokratie, weil die Briten gesagt haben, wo es lang geht. Hongkong ist auch heute keine Demokratie, weil es ein Wahlrecht gibt, das sehr stark entscheidet, dass in China entschieden wird, in welche Richtung es geht. Aber es gibt bestimmte rechtsstaatliche Grundsätze, die in Hongkong existieren, beispielsweise die Grundrechte, die bis zum Auslaufen des entsprechenden Vertrags zwischen China und dem Vereinigten Königreich den Menschen gewährt werden. Und wir können sehr genau beobachten, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Hongkong offenbar zwei sehr unterschiedliche Dinge sind. Und dass jemand, der in den Genuss einer unabhängigen Rechtsprechung kommt, nicht unbedingt auf der Welt auch in einem Land lebt, in dem auch das Mehrheitsprinzip herrscht. Und umgekehrt können wir in Osteuropa oder in Mittel- und Osteuropa eine Debatte beobachten, beispielsweise in Polen, beispielsweise in Ungarn. Ich habe gesehen, dass das Studium Generale eine ganze Veranstaltungsreihe dazu macht, wie unsere liberale Demokratie durch entsprechende Angriffe aus dem Bereich von Fake News, Populismus in die Krise gerät und dass sich da auch besonders mit dem Rechtsstaat auseinandergesetzt wird. Und dort können wir sehen, dass das Mehrheitsprinzip abgekoppelt wird von dem Rechtsstaat und man eine Haltung vertritt, in der man sagt, also wenn die Mehrheit gerne eine bestimmte Partei wählen möchte und dann die Presse oder die Rechtsprechung nicht nach der Pfeife tanzt der entsprechenden Mehrheit, dann muss eben die Presse und die Rechtsprechung ausgetauscht werden. Und das ist dann wieder eine Abkopplung von Mehrheitsprinzip und von Rechtsregeln aus der liberalen Demokratie, die unsere offene, unsere liberale Demokratie in Deutschland und in Europa so stark machen. Und das eigentlich Schlimme ist doch, dass es in Deutschland heute viele Menschen gibt, die dem sogar einiges abgewinnen können. Die sogar sagen, also eigentlich ist es doch ziemlich cool, wenn man in einem Land wie China einfach Menschen enteignet, ohne großes rechtsstaatliches Verfahren, um dann eine Brücke oder einen Flughafen viel schneller bauen zu können als in Deutschland. Wie schön wäre das, wenn wir auch in Deutschland schnelle Infrastrukturverfahren durchprügeln könnten gegen nervige Bürger, die ständig irgendwelche Klagen einreichen. Und da gibt es so eine gewisse Faszination und so eine gewisse Anbiederung an Autoritarismus, die ich sehr gefährlich finde, weil die nichts damit zu tun hat, dass in einer liberalen Demokratie eben unterschiedliche Kräfte miteinander sich in einem Spiel befinden. Wir können beobachten, dass in Russland und in Ungarn sogar explizit Gegenmodelle entworfen werden. Viktor Orban bezeichnet das Gegenmodell, das er in Ungarn auf den Weg bringt, als illiberale Demokratie. Wladimir Putin bezeichnet sein Modell als sogenannte souveräne Demokratie, also eine Demokratie, die neben der Bindung an Rechtsregeln auch einer politischen Agenda unterworfen ist, die von der jeweils herrschenden Gruppe bestimmt wird. Und es gibt Menschen, die das als einen Fortschritt begreifen und die das, was in Russland passiert, beispielsweise bei der jüngst gewalttätig niedergeknüppelten Demokratiebewegung bei den Kommunalwahlen in Moskau als einen Fortschritt sehen, ja, und sagen, Mensch, endlich ist da mal jemand, der handelt und der sich besonders einsetzt für Fortschritt. Und wir haben in Russland ja schon so viele Wirtschaftskrisen gehabt, endlich mal jemand, der irgendwie sagt, wo es lang geht. Und diese schleichende Bewunderung für autoritäre Regime, die ist geeignet, das Vertrauen und die Wertschätzung in die liberale Demokratie auch in Deutschland zu beeinträchtigen. Das sehen wir anhand von internationalen Entwicklungen. Ich habe China beschrieben, ich habe die Entwicklung beschrieben in Polen, in Ungarn. Wir können aber auch beobachten, dass das, was in anderen Ländern an autoritären Tendenzen passiert, einen Einfluss entwickelt auf das, was in Deutschland passiert. Das ist ja total paradox. Wir haben Wahlgesetze
und in Deutschland auf Landesebene, in anderen Mitgliedsländern der Europäischen Union auf sozusagen nationaler Ebene Gesetze über Referenden, die rein national sind. Und trotzdem ist natürlich eine Wahlkampagne längst international. Also der Einfluss, den man über die sozialen Medien oder über die klassischen Medien nehmen kann auf politische Willensbildungsprozesse, geht über das hinaus, was im nationalen Rahmen geregelt ist. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass ein Donald Trump sich offen für einen Brexit aussprechen kann und in der medialen Diskussion im Vereinigten Königreich ein Faktor ist, der berücksichtigt werden muss. Ich meine damit, dass ein Präsident Erdogan nach Deutschland fliegt, um die hier lebenden türkischen Staatsbürger in eine bestimmte Richtung, nämlich in Richtung eines autoritären Präsidialsystems in der Türkei, zum Abstimmen zu bewegen. Ich meine damit, und das ist durchaus ein kritischer Punkt, dass es einen signifikanten Teil an Menschen in Deutschland gibt, die abends zu Hause russisches Fernsehen gucken, in dem von morgens bis abends erzählt wird, was die Europäische Union für eine schreckliche Verschwörung ist, bei der am Ende alle schwul und islamisch werden und das ganze Projekt den Bach runtergeht. Und nur in Russland ist noch Recht und Ordnung. Und wir lassen das zu, weil wir eine liberale, offene Demokratie sind, weil bei uns Rundfunkfreiheit, weil bei uns Meinungsfreiheit, weil bei uns Pressefreiheit herrscht. Aber wir müssen auch ein Verständnis dafür entwickeln, dass es Menschen gibt, die diese Freiheiten benutzen, um ganz bewusst zu polemisieren gegen die liberale Demokratie. Und das ist eine Frage, über die ich gerne mit euch gemeinsam heute nachdenken möchte. Einen letzten Punkt möchte ich noch zur internationalen Perspektive machen, und das ist das Thema der Finanzierung. Ich bin neben meiner Tätigkeit im Deutschen Bundestag, wo ich dem Innenausschuss und dem Europaausschuss angehöre, auch Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Und ich habe in dieser Funktion gerade die Berichterstattung übernommen für die internationale Regulierung von Parteispenden. Denn es ist ziemlich interessant, dass Parteispenden national geregelt sind, wir aber in der Europäischen Union ohne Probleme von einem Land ins andere fahren können und an die Partei zu Hause spenden können. Wenn ich mir das so vorstelle, ja, irgendeiner, der an einer Partei spenden möchte, klar, der soll das gerne, wenn er da vielleicht sogar Mitglied ist, auch aus einem anderen Land machen. Aber unsere Regelungen sind in diesem Bereich total fragil, weil beispielsweise eine Parteispende aus der Schweiz, siehe AfD, illegal ist, während eine Parteispende aus Belgien legal ist, wenn sie über dortige Konten abgewickelt wird. Und das ist natürlich eine Situation, die eigentlich nur im internationalen Bereich geregelt werden kann. Wir wissen heute, dass es Unterstützung aus ausländischen Quellen gegeben hat für den Front National in Frankreich. Es gibt ein Verfahren, das eröffnet worden ist gegen die Lega und gegen Matteo Salvini in Italien wegen des Verdachts der Annahme illegaler Spendengelder aus dem Ausland. Und wir haben auch bis heute bei bestimmten AfD-Spenden nicht ermitteln können als nationale Aufsichtsbehörde, das ist ja der Deutsche Bundestag, die nationale Aufsichtsbehörde, der Präsident des Bundestages für illegale Parteispenden, woher dieses Geld kommt. Und ich glaube, dass Parteispenden wichtig sind. Ich glaube aber auch, dass wir ein Interesse haben müssen, als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ungefähr zu wissen, woher das Geld für bestimmte Willensbildungsprozesse kommt. Und das gilt für den Brexit, das gilt für gekaufte politische Werbung in den sozialen Medien. Twitter will gerade politische Werbung verbieten. Und das gilt auch für rechtspopulistische, insbesondere Parteien, beispielsweise in Frankreich und in Italien, aber auch in Deutschland, die so viel Geld zur Verfügung haben, wie SPD, CDU, Grüne, FDP niemals zur Verfügung haben. Da muss man sich die entsprechenden Social-Media-Budgets der Parteien nur anschauen. Und auch das Thema Finanzierung halte ich deswegen für einen wichtigen Punkt. Also zusammengefasst im internationalen Bereich, wir müssen uns angucken, wie ist die Regulierung? Kann die Regulierung wirklich national sein? Kann die Regulierung von Parteispenden wirklich weiter national sein? Wie gehen wir um mit Medien, die in Deutschland Einfluss nehmen auf politische Willensbildungsprozesse, ohne, sagen wir mal, eine gewisse Grundwertschätzung gegenüber der freiheitlich-demokratischen Grundordnung mitzubringen? Das sind die Punkte, die uns besonders interessieren können, wenn euch das interessiert. Einen zweiten Punkt will ich machen, und das ist das Thema des Inlandes. Ich glaube, dass dieses Thema Verteidigung der liberalen Demokratie deswegen so schön ist, weil man, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen wollen, daran sehen kann,
was wir im Europaausschuss machen, das war jetzt das erste Thema, aber auch zweitens daran sehen kann, was wir im Innenausschuss des Deutschen Bundestages machen. Und das ist vor allem die Ausgestaltung der wehrhaften Demokratie. Und wehrhafte Demokratie ist ja immer so ein Slogan, der gebraucht wird, der steht ja selber im Grundgesetz nicht drin, um verschiedene Instrumente, die unser öffentliches Recht so im Köcher hat, zu subsumieren in eine Strategie, bei der unser Staat in der Lage ist, gegen seine Feinde wehrhaft vorzugehen. Und ich fand es bemerkenswert, als neuer Bundestagsabgeordneter, wie oft und in wie kritisch diskutierter Art und Weise unser Staat schon heute von diesen Instrumenten einfach Gebrauch machen muss. Und ich finde das richtig, zu einem ganz überwiegenden Teil, dass er das tut. Ich finde aber, man muss sich angesichts dieser Häufung darüber im Klaren sein, wie fragil die liberale Demokratie auch aus einer inländischen Sicht ist. Was meine ich damit? Ich meine damit beispielsweise, dass das Bundesverfassungsgericht sich entschieden hat, das NPD-Verbotsverfahren einzustellen, mit der Maßgabe, dass der Gesetzgeber die Möglichkeit hat, bei einer Partei, die zwar zu klein ist, um verboten zu werden, ein bisschen paradox, aber so hat es das Bundesverfassungsgericht gesagt, gleichzeitig aber verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, die Parteienfinanzierung zu streichen. Das haben wir gemacht in dieser Legislaturperiode, hat der Deutsche Bundestag mit den Stimmen fast aller Fraktionen ein Gesetz auf den Weg gebracht, wobei ich sagen muss, ich weiß, das habe ich jetzt gerade so gesagt, ich müsste überprüfen, wer alles dafür gestimmt hat. Das kann ich aus dem Gedächtnis nicht sagen. Die Parteienfinanzierung für die NPD gänzlich zu streichen. Und bei der NPD handelt es sich um eine Partei, die in Gänze beobachtet wird von dem Bundesamt für Verfassungsschutz und von den Landesämtern für Verfassungsschutz. Und deswegen halte ich das für richtig, dass wir das gemacht haben. Und die NPD wird darüber mittelfristig finanziell ausgetrocknet werden. Das ist ein guter Schritt, aber es ist ein sehr scharfes Schwert, das ja auch in der bundesdeutschen Geschichte nur ein paar Mal überhaupt gezogen worden ist und überhaupt auch nur bei der Sozialistischen Reichspartei und der KPD vor vielen, vielen Jahrzehnten erfolgreich gewesen ist. Wir haben zweitens das Mittel des Verfassungsschutzverbundes, bestimmte Organisationen zu beobachten, zum Beobachtungsobjekt zu erklären. Und wir müssen uns immer darüber im Klaren sein, dass wir heute in den Landtagen und im Bundestag eine Partei haben, bei der eine Teilorganisation heute schon vom Bundesamt und von einigen Landesämtern für Verfassungsschutz beobachtet wird. Und ich spreche über die AfD, über die Alternative für Deutschland, deren Jugendorganisation, die JA, so rassistisch, antisemitisch und gegen das Grundgesetz gewendete Ansichten vertritt, dass die Verfassungsschützer heute schon sagen, dieser Teil einer im Parlament vertretenen Partei wird von uns zumindest als Verdachtsfall behandelt. Und das ist eine aus meiner Sicht richtige Entscheidung. Es ist aber gleichzeitig für eine Demokratie natürlich ein Dilemma, weil die Vertreterinnen und Vertreter dieser Partei demokratisch gewählt sind, im Parlament sitzen und wir uns gleichermaßen auf der rechtlichen Ebene und auf der politischen Ebene mit denen auseinandersetzen müssen. Und dass wir eine solche Situation in Deutschland bekommen haben, das sollte uns zum Nachdenken bringen. Es sollte uns aber auch dazu bringen, darüber miteinander ins Gespräch zu kommen, wie man Extremismus und insbesondere den gewalttätigen Rechtsextremismus bekämpfen kann. Wie man etwas dagegen tun kann, dass unsere liberale Demokratie nicht immer weiter sich entwickelt in eine Diskussion, die sich ausschließlich am Rechtsextremismus abarbeitet und auch versucht, Motive des gewalttätigen Rechtsextremismus zu verstehen, wo es nichts zu verstehen gibt, sondern wo es etwas zu bekämpfen gibt. Und das ist eine Sache, die ich sehr, sehr wichtig finde. Und dann will ich als drittes Beispiel noch nennen, die gerade erfolgte Abwahl des Vorsitzenden des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages, Herrn Brandner, der ja im Prinzip getwittert hat, Juden können keine Deutschen sein. Er hat das zwar so nicht gesagt, aber die von ihm getätigten Retweets gehen ja in diese Richtung. Und ich habe auch keine Lust mehr, mir von irgendwelchen Mitte-50-Jährigen, die ganz genau wissen, was sie da tun, erklären zu lassen. Sie wüssten nicht, was der Unterschied ist zwischen einem Tweet und einem Retweet. Und es wäre ja nicht so gemeint. Also dann soll man es lassen. Ja, dann soll man diesen Account halt irgendwie löschen, wenn man dazu nicht in der Lage ist. Aber es ist eine bewusste Provokation, die geeignet ist und auch darauf gerichtet war, auszuprobieren, wie weit er gehen kann. Und ich bin mir sehr darüber im Klaren, dass die Opferrolle, die sich die AfD darüber jetzt wieder sichern wird, am Ende nicht dazu geeignet ist, die AfD
als politischen Mitbewerber klein zu machen. Aber ich bin auch nicht bereit, es einfach hinzunehmen. Sondern ich glaube schon, wenn man die Wahl hat zwischen einem Instrument mit Vorteilen und Nachteilen, was Schweigen ist, und einem Instrument mit Vorteilen und Nachteilen, was Handeln ist, dann entscheide ich mich eher für das Handeln. Und glaube auch, dass man das in dem Fall jetzt richtigerweise gemacht hat. Das ist das, was gerade in Deutschland passiert. Und zwar in einer Zeit, wo wir alleine in den letzten 3 Monaten oder in den letzten Monaten 3 Tote haben, die auf das Konto von rechtsextremen Terroristen gehen. Jana und Kevin in Halle und Walter Lübcke, der Regierungspräsident in Nordhessen war. Ich störe mich daran, dass wir Schwierigkeiten haben, Menschen in Deutschland aus der Mitte der Gesellschaft zu erklären, wie krass bedrohlich die Existenz von Rechtsextremismus in der Gesellschaft wirklich ist. Und ich merke das bei eigenen Veranstaltungen, wenn sich dann irgendjemand meldet und sagt, ja, jetzt hast du irgendwie eine halbe Stunde über Rechtsextremismus gesprochen, jetzt sag doch mal was zu Linksextremismus. Ja, kann ich schon machen. Ich kann dann auch noch mal eine halbe Stunde, wir können auch eine Veranstaltung zu Kurden machen und PKK. Und wir können dann gerne auch noch mal einsteigen in Islamismus und in Linksextremismus. Alles gut. Aber wir werden als offene Gesellschaft und als liberale Demokratie nicht bestehen, wenn wir nicht in der Lage sind, ein Extremismusproblem auch beim Namen zu nennen und mit den spezifischen Instrumenten zu bekämpfen. Sonst können wir irgendwie irgendwelche arabisch sprechenden Islamwissenschaftler, die sich den ganzen Tag mit Islamismus beschäftigen, ja demnächst umsetzen in das Ressort für Linksextremismus oder das Ressort für Rechtsextremismus. Das ist absurd. Das sind extrem gut ausgebildete Leute bei den Verfassungsschutzämtern, die schon haben und die jetzt suchen, die viel mehr, wie ich finde, wissenschaftlichen Input auch brauchen, und die sich um spezifische Extremismusphänomene kümmern. Und wenn unsere liberale Demokratie nicht in der Lage ist, bestimmte extremistische Bedrohungen unserer Gesellschaft spezifisch ins Auge zu fassen, dann ist das, dann kommt das einem Nichtstun gleich und dann kommt das einer Verweigerung gleich zu handeln. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass man das Thema Rechtsextremismus auch als die existenzielle Bedrohung für unsere liberale Demokratie begreift und adressiert, die es ist. Unterm Strich, wie ihr seht, eine Menge, worüber wir diskutieren können. Mir ist wichtig, wir können auch natürlich über alles andere diskutieren, aber ich wollte euch ein bisschen daran teilhaben lassen, was an mir so vorgeht. Ich will aber gar nicht so pessimistisch sein, sondern will vielleicht zum Abschluss und bevor dann Karl, glaube ich, einige bohrende Fragen an mich hat und wir dann in die Diskussion einsteigen, will ich versuchen, vier Lösungsvorschläge zu machen. Oder 4 kleine Lösungsvorschläge. Und zwar hast du, lieber Meinhard, angesprochen das Thema Meinungsfreiheit. Also um das ganz klar zu sagen, Hongkong ist das eine, Christian Lindner darf nicht in der Uni Hamburg reden, ist das andere. Ja? Es hat nichts miteinander zu tun. So. Das eine ist staatliche Repression und Niederknüppeln von Demonstranten. Das andere ist ein sowas von ängstliches und kleinliches Verständnis von Streitkultur, wie es an der Hochschule einfach nicht sein muss. Und ich kenne so viele gute und kluge Schulsprecherinnen und Schulsprecher, Politiklehrerinnen und Politiklehrer, die immer so ängstlich sind, wenn sie Schulpodiumsdiskussionen mit Parteien haben, darf ich da jetzt irgendwie, wen muss ich da jetzt einladen und so. Und dann geht eine Sache schief und das ganze Ding wird abgeblasen. Politische Diskussionen, wie wir sie hier führen an der Law School, die sind in vielen Schulen in Deutschland und leider auch in vielen Hochschulen immer noch die Ausnahme. Und deswegen ist mein Vorschlag und meine Idee, dass wir viel stärker und viel mehr auf das Thema Streitkultur setzen und in den Bildungseinrichtungen, die wir haben, zeigen, dass Streiten nichts Schlechtes ist, sondern dass es etwas ist, was in der Demokratie dazugehört und übrigens, was auch Demokraten untereinander machen können. Ja? Also ich meine, es ist ja gut, dass wir heute über Rechtsextremismus sprechen. Ich finde es auch super und vielleicht habt ihr dazu Fragen, vielleicht habt ihr aber auch zu anderen Themen Fragen. Es wäre aber für das Vorankommen unserer Gesellschaft auch ganz gut, wenn es Veranstaltungen gibt zum Thema, wie sinnvoll ist die Grundrente? Wie bekämpfen wir den Klimawandel? Wie hoch soll die Erbschaftssteuer sein? Weil da, wie können wir bei der Digitalisierung vorankommen? Weil da wirkliche Zukunftsfragen für das Land entschieden werden. Diese Selbstbeschäftigung, die uns die Feinde der liberalen Demokratie aufoktroyieren, führt am Ende dazu, dass wir uns mit den wahren Zukunftsfragen nicht beschäftigen können. Wir müssen uns mit der Bekämpfung der Feinde der liberalen Demokratie auseinandersetzen, aber nicht, weil es irgendwie danach nicht andere Diskussionen gäbe, die wichtig seien, sondern weil es andere Diskussionen gibt, die wichtig sind. Und ich wünsche mir insbesondere mehr Debatten anhand ökonomischer Konfliktlinien in der Gesellschaft.
Ich glaube, dass das super wichtig ist, weil wir nämlich da richtig schön zeigen können, wie breit das Meinungsspektrum der demokratischen Parteien in Deutschland ist. Grundrente ist ein super Thema. Es gab irgendwie eine Woche, da hat die SPD ihren ursprünglichen Grundrentenvorschlag gemacht, dann haben wir einen Vorschlag dagegen gemacht und dann, es war so eine Woche, da diskutierten irgendwie SPD und FDP über die Grundrente. Wahrscheinlich haben es nicht so viele mitbekommen hier, weil man in der FDP-Bubble dann nur die FDP-Artikel sieht. Aber ich fand es super schön, dass wir mal über ein Zukunftsthema für Deutschland diskutiert haben, bei dem nicht die Rechtsextremisten im Zentrum stehen. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir Streitkultur herausbilden und dass wir in dieser Streitkultur auch dazu kommen, dass Debatten anhand ökonomischer Konfliktlinien in Deutschland geführt werden. Ob das der Mietendeckel ist, ob das die Frage der gerade beschlossenen Ausbildungsmindestvergütung ist oder die Frage der Grundrente, finde ich wichtig. Drittens würde ich mir wünschen, dass wir einen Blick uns vornehmen auf unseren Auslandsrundfunk. Es gibt ja in Deutschland die Deutsche Welle und ich weiß nicht, guckt hier jemand regelmäßig? Ich liebe die Deutsche Welle über alles, ja, weil sie mich manchmal auch einladen und dann freue ich mich halt immer, wenn sie mich einladen. Aber die Deutsche Welle hat ein super Programm auf Arabisch beispielsweise. Und dieses Programm auf Arabisch, das ist ein Vollprogramm, ja, die haben Superstars in der arabischen Welt, in der Deutschen Welle, ja, fantastisches Programm. Dieses Programm darf in Deutschland im Inland nicht gesendet werden. Warum? Weil Rundfunk Ländersache ist, die Deutsche Welle aber ein Bundesprogramm ist, deswegen dem Kriterium der Staatsferne nicht genügt, weil es direkt Geld aus dem Bundeshaushalt bekommt. Und deswegen sagt man, also das ist zu nah am Staat und das wäre eine unzulässige Beeinflussung des Willensbildungsprozesses. Ich fände es eigentlich ganz gut, wenn in einem Flüchtlingsheim, wo Menschen irgendwie darauf warten, dass über ihren Asylantrag entschieden wird, schön 24 Stunden arabisches Vollprogramm über die freiheitlich-demokratische Grundordnung läuft. Hätte ich überhaupt kein Problem mit. Warum nicht? Müssen wir die Gesetze halt ändern über die Deutsche Welle. Ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn es ein Kontraprogramm gäbe der Deutschen Welle auf Russisch, mit dem Familien, die selber oder deren Vorfahren als Spätaussiedler zurückgekommen sind nach Deutschland und die vielleicht irgendwie einen Cousin haben, der mal ein Kreuz bei der AfD gemacht hat, wenn es dort einen Kanal gäbe, wo man sich aus Sicht der Bundesrepublik informieren kann über das, was hier in Deutschland passiert. Und ich fände es auch nicht schlimm, wenn es türkischsprachige Nachrichten in Deutschland gäbe. Und ich weiß, die Leute rasten aus, weil ja, man soll ja erst Deutsch lernen und so. Klar, aber es soll ja gerade für Menschen, die als Junge in Kontakt mit Migration kommen, gar nicht so schwierig sein, auch mehrere Sprachen zu können. Und deswegen würde ich mir ein bisschen offeneren Umgang mit dem Thema Auslandsrundfunk wünschen. Das ist ein Vorschlag, der sehr kontrovers immer mal diskutiert wird, auch bei uns in der Partei, aber ich sage das einfach und vielleicht sickert das ja irgendwann in weitere Foren. Letzter Punkt, ein bisschen Optimismus muss ich euch auch noch mitgeben. Wir leben in einem Land, in dem die Hürde von Gesellschaft in Politik wahrscheinlich so gering und so niedrig ist wie kaum irgendwo auf der Welt. Vielleicht, ich weiß es nicht so genau, vielleicht in Skandinavien, Benelux, bin mir nicht so ganz sicher, aber es gibt kaum ein Land, wo Menschen aus der Mitte der Gesellschaft so einfach Politiker werden können wie in Deutschland. Und ich kriege das Kotzen, wenn Worte benutzt werden wie die Kaste der Politiker oder man würde sich abschotten, ja, oder es ist sozusagen dieses Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal-Ding, was man sich dann anhören muss. Ich habe, wie Karl richtig gesagt hat, in Frankreich studiert und ich liebe Frankreich über alles. Aber es ist schon bedenklich, dass man an einer bestimmten Hochschule gewesen sein muss und danach noch an einer anderen bestimmten Hochschule, um überhaupt in die Regierung zu kommen. Das ist schon bedenklich. Es ist schon bedenklich, dass in Großbritannien irgendwie 8 Leute kandidieren als Nachfolger von John Bercow als Speaker und die waren alle auf Privatschulen. Ich finde es einfach bedenklich. Ich finde, da muss man ein Fragezeichen dran machen. Und wenn man diese Abgeschlossenheit der politischen Biografien, die es in anderen gewachsenen Demokratien Mitteleuropas gibt, vergleicht mit unserer Vielfalt an Lebensläufen in Deutschland, da stehen immer allen die Münder auf und sagen, was, aber bei uns sind doch alles nur irgendwelche Funktionäre, die Lehrer und Anwälte sind. Ja, es gibt viele Juristen, ja, es gibt auch viele Beamte, aber die Vielfalt der Lebensläufe, die Vielfalt, die aus dem Föderalismus kommt, die Vielfalt der unterschiedlichen Bildungswege, die wir im politischen Raum haben, ist im internationalen Vergleich, glaubt es mir, vergleichsweise groß.
und die Anerkennung und die Tatsache, dass wir in einem Land leben, in dem irgendwie 90-95% der Menschen, die Politik machen, das ehrenamtlich machen, auch das ist etwas, was uns von vielen Ländern unterscheidet. Und deswegen werbe ich dafür, sich zu engagieren zur Verteidigung der liberalen Demokratie. Und zwar gerne in irgendeiner politischen Partei. Es kann aber auch ein Verein sein, es kann auch eine kirchliche Initiative sein, es kann eine sportliche Initiative sein. Viele Vereine erfüllen sehr wichtige Rollen bei der Verteidigung der liberalen Demokratie, nicht nur, wenn sie unmittelbar was mit Politik zu tun haben. Aber mir ist wichtig, dass wir diesen Optimismus nicht vergeigen im Umgang mit unserem eigenen politischen System. Unser eigenes politisches System ist, wie wir gerade gesehen haben, fehleranfällig, es ist fragil, aber es ist immer noch das politische System, das Ausdruck der besten Verfassung ist, die es auf deutschem Boden jemals gegeben hat. Und dafür lohnt es sich auch selber, ein bisschen was zu tun. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.